Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer verschneiten weiteren Folge von Let's Play Minecraft Eiszeit. Ich hab's verkackt, tut mir leid. Mit dem Kai. Ja, hallo. Ja, heute bauen wir unsere Weihnachtsstände, unsere Markt, Weihnachtsmarktstände weiter. Genau. Und, was wollen wir noch mehr erzählen? Das ist der Plan. Nichts. Ja. Genau. Oh, ich werde einen Idiota-Shop noch zu Ende machen, und danach einen neuen anfangen. Aber ich guck mal gerade schnell. Weißt du, wie mich das ankotzt, mit der Begrüßung? Das, weil ich ja immer Minecraft-Let's Play gemacht hatte, da habe ich immer diese Minecraft-Let's Play-Begrüßung im Kopf. Wie lange ist das schon abgesetzt? Ein Jahr, ne, ungefähr. Was ist? Eineinhalb Jahre, dein Minecraft-Let's Play. Das ist schon länger nicht mehr aktuell. Und die Begrüßung, ich sehe kein Schaf mehr. Wenn ich Testaufnahmen mache oder sowas, ne, hier irgendwelche Testaufnahmen, dann mache ich immer noch diese Minecraft-Let's Play-Begrüßung. Also wenn ich das Mikrofon irgendwie anders umstelle oder einrichte, mache ich immer einen Test mit der Minecraft-Let's Play-Begrüßung, die ich immer mache. Weil die ist im Blut. Das kann man wirklich so sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren über Folge 100 von Mal Let's sagt. Play Minecraft. Was? Wenn man die über 100 Mal sagt, ja. Irgendwann. Na, ganz am Anfang war es noch nicht gleich. Weil ganz schlimm war, der Wechsel von Metro, zum Beispiel 2033 auf Last Light. Ich habe lauter dann am Anfang, glaube ich, mal gesagt, irgendwie willkommen zu der neuen Folge von Metro 2033. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sag zu Metro. Ach, Metro muss ich ja auch mal wieder aufnehmen, fällt mir gerade so auf. Und ein. Oh Mann. Und ein. Das wird mal übernächste Woche. Alter, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich könnte komplett eskalieren. Seitdem hier Eiszeit läuft, komme ich irgendwie zu gar nichts mehr auf meinem Kanal. Hä? Ja, Dezember ist eh Ausnahmezustand. Ja. Da läuft eh nichts anderes außer irgendwelche Winterprojekte und Weihnachtsprojekte. Ah, der Herr hat mal wieder nicht hier schön gebaut. Waren mal. Machen wir das. Kamerad Mana sieht ja scheiße aus. Ach, wir machen einfach so, wir können jetzt auch nicht hier die übelsten doch Gebäude hinbauen. Erinnerst du dich noch an die ganzen Gebäude in, aufs, M-Play? Genauso. Ja, können wir hier auch so machen. Ja, natürlich. Oh, was wollte ich denn bauen? Oh, wieso bin ich denn so blöd? Mann. Geht ja auch manchmal so, hä? Dass man einfach nur so blöd ist zu allem. Und was wollte ich denn noch bauen? Wenn man sich nicht richtig konzentriert, ist das, dann ist das. Ja, wenn man sich staunend unterhält, ne? Oder das, ja. Einfach mal die Fresse halten. Ja, das ist dann wieder für die Leute uninteressant. Ja, ja. Da dudelt nur irgendwelche Last Christmas Musik im Hintergrund oder so. So, da brauchen wir ganze Zeit. Das reicht das? Könnte reichen. Vielleicht nicht, mal sehen. Jetzt brauchen wir noch die Stufen davon. Wie viele? Ich glaube 3. Ach. Reicht. So. Yeah. Und der Weizen wächst. Wohin wächst er denn? Nach unten, wie in Tschernobyl. Ah. Was wolltest du denn jetzt hören? Der Server hat gerade gehangen. Ach so. Geht das wieder los? Der hat jetzt mehr als genug. Ich denke eben auch. Bist du denn gerade wieder weit weg, wo was neu generiert werden muss? Nee, ich bin hier ganz normal an dem Haus. Ich weiß nicht, was du schon wieder hast. Jetzt bin ich wieder in der Fisherman's Friend Bude. Du bist bei The Idiotas, ich bin bei Fisherman's Friend. Ah. Gibt manchmal so Momente, da reicht das Bild einfach aus, um was auszudrücken. Ich bin schon wieder über mich selber komplett aufregen. Aber gut. Egal. Dir geht das anscheinend auch so wie mir immer mal.
So. Gut. So gut. 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 Ah, schön. Ein Creeper. Nu, was machst du jetzt? Hab ich Kies? Nee, hab ich. Doch, ich hab Kies. Haha, der Creeper ist dran, das sage ich dir. Komm, wir machen das hier auch alles aus Stein. Alles Stein. Alles gute alter Stein. Wie hast du denn das hinten gemacht? Mal schauen, ob ich mal ungefähr nicht, dass ich das jetzt ganz anders wieder baue. Aber pass es auf, ich habe gerade einen Creeper. Ach, du hast die Seiten generell, okay, das könnte ich auch machen. Ja, dann mache ich das. Nur habe ich halt die ganzen Ressourcen davon. So, ich habe mal eingebaut. Hilft mir jetzt auch sehr weiter. Der Shop heißt nicht ohne Grund, Idiot, da übrigens. Warum? Es ist ja. Dort Untergrund. Weil, ja, egal. Ist wieder Insider, den ich nicht verstehe? Nee, ich bin doch einfach komplett behindert gerade hier so, wieder. Ach so, deswegen. Du gibst also immer zu. Würde ich auch nicht anders machen. So. Fehlt eine Scheibe. Oh, was mache ich denn hier? Wetten, die Axt geht jetzt noch kaputt hier in den letzten. Sehe ich doch schon. Du weißt schon, wir müssen heute Abend noch die Sichten rendern, dass morgen die ganzen Sichten auf FTP sind. Das könnte eng werden. Denkst du? Weiß nicht, was du meinst. Zumindest von der einen Folge. Muss nebenbei auch noch das normale Eiszeit rendern. Ja, warum? Welches normale Eiszeit? Ja, die richtigen Folgen halt. Ja, aber da brauchen wir aber erstmal die Sichten zu. Ja, aber auch noch die Folge 4. Ach, die hast du noch nicht außen? Nee. Hey, kam die nicht heute? Ja. Oh Mann. Bist ja fast so arm dran wie ich. Lieber arm dran als arm ab. Ja. Ach, der Spruch wird auch langsam alt. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Gut, das reicht. Wow. Meine Güte, ist das ein. Ich hatte ja heute im Fernsehen geguckt, da hast du heute ein Flashback gehabt. Das hab ich dir noch gar nicht erzählt. Da kam nämlich eine Serie, kam da. Und die musste ich angucken. Ach, interessant, wie der Creeper es einfach despawned ist. Auch schön. Ach nee, er ist noch da. Komm, ich muss mal so langsam hier aufhören mit dem Teil hier. Also irgendwann ist auch mal. Und zwar kam nämlich. Komisch sieht das denn aus? Kam nämlich Weihnachtsmann und Kokaki. Kommt das schon? Ja, klar. Da hab ich das nämlich angeguckt. Mal eine Folge. Und zwar so ein richtiger Flashback. An frühere Zeiten, wo man das noch richtig aktiv angeguckt hat. Guten alten Zeiten. Ah, was kann ich denn mal? Was wollte ich denn? Ich bin hier lauter, mich am Konzentrieren mit dem Gedöns hier, Inventar und so weiter. Hä, warum? Das kotzt mich tierisch an. Ich habe nie Platz gerade da drin. Ich muss es wieder aussortieren gehen. Ja, dann mach doch. Ich weiß ja nicht, weil ich rausschmeißen gerade kann. Hast du noch Glasscheiben? Ach, ich kann alles rausschmeißen, weil es eh nur temporär ist. Hast du noch Glasscheiben? Was? Ob du noch Glasscheiben hast? Ja. Oder? Nee. Doch. Wie viel brauchst du denn? Gib mir mal ein bisschen was. Ich hab 10, nur 5. 20 Stück. Was, wie viel? Ich hab nur 5. Ja, dann gib mal 5, wenn du sie nicht brauchst. Warte, ich guck mal, ist hier überall eine Scheibe drin, wo muss? Ja, ne? Ich seh's ja nicht, die Texturen. Ja, sie ist halt meine ich. Ich kann, wenn man gar nichts da sieht an Scheiben, dann kann ich auch direkt. Ja, genauso wie in meinem Inventar. Ich sehe die Glasscheiben nicht, ich sehe nur die Zahl unten stehen. Weil die ja komplett durchsichtig sind. Das ist nur so ein ganz schmalen Raum. Ich habe die gerade nicht gesehen, ich hatte noch 24. Na, das geht nicht wegen Dingens, ne? Oh mein Gott.
Das finde ich halt scheiße, dass sich nichts mit halben Blöcken verbinden kann. Das stört mich tierisch. Das lässt sich Das nicht schränkt ändern. einen ein bisschen ein. Naja. In neuen Versionen ist das da auch noch so, ja, ne? Ja, das hat sich nie geändert. Keine Sorge. In den neuen Versionen kommt neues Zeug hinzu, da ändert sich nichts mehr Altes. So, jetzt brauchen wir noch einen Villager, der sich hier reinstellt. Ja, und daran scheitert's. Ich würde sagen, ich lasse den Laden jetzt so, oder? Also, ich meine, für. Ich finde, der kann mal so lassen, bevor ich das hier ewig wieder rumhantiere. Bei Minecraft, da wird man eh nie fertig. Man kann immer irgendwas ändern. Von daher, irgendwann, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören, ne? Aber wie nenne ich das mal? Machen wir zwei Boote direkt da rein. Wie könnte ich denn mal den Laden nennen? Welchen Laden denn? Was Na, macht hier der? den. Na, der Fressensladen. Soll ich Meckens nennen? Nee, aber. Ich weiß es nicht. Normalerweise bin ich kreativ bei sowas, außer jetzt gerade. Oh. Ja, guck hier runter, es ist unschön, aber ich lasse es so, es dauert sonst zu lange. Mach doch wenigstens noch die Wand richtig. Ja, das sagst du so leicht. Und die Decke und den Fußboden und noch einen Weg zwischendurch und gleich noch automatisieren. Okay, irgendwann ist auch mal gut. Das ist wie auf Active RPG, wo wir damals Ach gespielt haben. man, Da haben wo wir ist denn eine hier noch übelst, da haben Platz? wir eine Erntemaschine gebaut, ein riesen Ding, vollautomatisch. Und du musstest einen Knopf drücken und dann hat es angefangen zu ernten. Wir haben Ja, keinen Platz mehr. wir haben keinen Platz mehr. Kaum noch. Also hier wäre Na, noch ein vorne noch. bisschen. Ich habe noch eine witzige Idee. Wir dürfen, ich möchte aber nicht auch direkt in, ja, wie soll ich sagen, hier zwischendrin sollte schon mal ein Baum sein. Zum Beispiel hier. Kann ich ja schon mal pflanzen von mir aus, aber ich habe keine. Der Baum wird noch die Herausforderung. Halt wegen, du weißt schon. Bist du immer noch am Überlegen? Ja, ich habe aber was, denke ich. Ah, wie kann Dann man denn das sollte hier machen? noch einer hin. Oh ne, ich möchte jetzt nicht noch mehr Erde hier abtragen. Irgendwann ist auch mal. Ach komm, ich lasse es Wie so. kann man. Haben wir irgendwie Material für TNT oder so? Ja, ich glaube, da haben wir sogar ein bisschen was. Also geht mehr kaputt, was du dann davon hast. Ne, bei drei Blöcken oder vier hoch, nett oder doch? Ah, bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken. So, erstmal hier noch was gefressen. Ich habe eine Achtung, bessere Creeper, Idee. da ist ein Creeper drin in deinem Haus. Schluck den mal raus. Und ein Zombie kommt auch. Ja. Oh Gott. Mitarbeiter, das sind die Bewerber. Ich habe ja Oh, eine. Mitarbeiter. Geh weg! Wenn du meine Schilder in die Luft Ah! sprengst, dann. Oh. Alter, hau ab! Du. Nein! Oh, ich kann da gar nicht Ich kann auch hingucken. nicht hingucken. Alter, nicht in der Nähe vom Baum, nicht in der Nähe von den Gebäuden. Das Ding stirbt Ah! ja. Geh weg! Da kommt noch ein Skelett. Das ist ja asozial. Geh weg, geh weg, geh weg. Mann. Was ist das denn hier? Ich Au. möchte doch nur mal. Noch ein Ich hatte. Creeper. Ah, Kai. Ja, was soll ich denn tun? Wenn ich hier auch helfe, dann explodiert er noch eher, wenn zwei Personen dran sind. Ich möchte halt nicht Oh. noch. Haben halt geschafft. Krass. Oh. Ei. Gut. Das war ja mal was.
Und dann plötzlich zwei Creeper, ein Zombie und ein Skelett hinter dir her sind. Das Fahrgeschäft kommt hier drüber. Ich habe jetzt, ich mache hier eine Höhlengeschichte. Ich wollte gerade gucken, wie viel Schwarzpulver wir da haben. Ich bin eben schon losgerannt. Aber jetzt, ich glaube, brauchen wir dann doch nicht mehr, weil ich das eh anders mache. Aber ne, oben drauf bauen. Ja, oben drauf kommt nur das Fahrgeschäft hin. Das sieht doch komisch aus. Kommt drauf an, was für ein Fahrgeschäft. Komm, dann nehmen wir uns die Zeiten bei uns ab. Wir sind in der 7. Folge. So ja, viel du Zeit weißt, haben was ich gerade vorhabe. Naja, von mir aus schon kannst abbauen, aber trotzdem muss hier ein kleiner Berg stehen bleiben. Hier ist fast alles reif. Ach, und guck mal nach Wolle, ne? Wenn du siehst, oder nach der Schere, da müsst ihr noch eine Schere. Ja, die Schere will schulden. Ich baue gerade eine künstliche Höhle, eine kleine. Um dann da rein irgendeinen Stand zu machen. So, wir haben 6 Schwarzpulver. Nope, das wird nichts. Also hat sich die Sache auch erledigt. Ah, es wird wenigstens Tag. Ich dachte, wir hätten hier so über 30 Schwarzpulver oder so irgendwo in den Kisten lauern. Na. Die Frage ist bloß, woher? Hast du eine Idee, was man in der Höhle Schönes bauen könnte? Für einen Stand oder ein Fahrgeschäft vielleicht? Was dann eine Höhle cool aussieht? Eine kleine Bahn, aber da brauchen wir Eisen. Da brauchen wir Schienen ohne Ende. Und halt deswegen Eisen. Wie viel kostet das? Wie viele Schienen kommen bei rum? Bei welchen Kosten? Oh, ich weiß es nicht genau. Ich glaube 6 Eisen und 3 Holz brauchst du. Und das gibt wie viele Schienen? 8. Glaube ich. Oder 3. Ne, ich glaube 8 waren es. Oder bräuchten wir einen großen... Ah, okay. Ne, ich meine, wir könnten auch... Was wir noch machen könnten, ist... Ne, das ist zu weit, ne? Den ganzen Schacht bis zum alten Eiszeit graben, oder? Ja, klar. So viel Zeit haben wir nur wieder, ne? Ja. Wo ist denn das Schaf? Ich sag mal, der Tiefe bleibe ich, dann mache ich hier so einen Raum. Hier sind Hühner. Ah, Creeper! Schafe! Schafe hast du gefunden, wie viele? 2. Wow, aber gibt vielleicht, wenn du Glück hast, 4. Ich habe aber 5. Okay. Das sollte so langsam eigentlich bald reichen. Also, wir müssten bald genug haben. Ist noch ein Schaf. Jetzt habe ich 7. Ich komme mal wieder zurück. Weil es in der rote Block nochmal satt. Der rote Steinblock, was ist da? Das hat, heißt das? Netherstein. Kann das sein? Ah, auf der Welt hier so. Netherstein. Granit. Granit, ja. Ja. Kann sein. Zu dem Schaf gehe ich jetzt nicht hin, da ist nämlich ein Creeper. Wieso ist hier Erde? Das ist gar nicht gut. Das wo ist immer mal so grad? Unter der Erde, da gibt es manchmal Erde. So Erdadern. Ja, kann ja sein, ja. So, in der Kiste liegen aber jetzt... Aber ich bin auch in der Nähe von so einem... vom Bergende deswegen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Schafe und ja Schienen, das wird glaube ich nichts. Da haben wir einfach viel zu wenig für. Ich muss mir mal Essen machen. Oh, 10 Brote, Gott sei Dank.
so. Nur ein paar Schienen hätte ich aus Dekorationsgründen vielleicht gerne. Ja, wenn wir noch Blei haben. Oh Gott, ich muss mal kurz mein Inventar ein bisschen. Oh, wird mir hier geblendet, wenn wir hier rauskommen aus der Höhle. Gibt's schon einen speziellen Plan, was wir hier herbauen? Warte, ich sehe nichts, ich bin an der Truhe. Ja, dort, wo hinter den ich Truhen. Ich mach gerade wieder meine Inventarsortierphase, indem ich alles reinknalle und dann wieder da draus hole, was ich brauche. So, was brauche ich denn jetzt wieder unten? Stein vielleicht. Ein Schild. Gitter vielleicht. Die können wir noch gebrauchen, die. Ah, Gott, was denn noch alles? Die braucht man später eh, die hole ich da mal hin. So, was wolltest du fragen? Hier hinten. Ja, passt hier überhaupt noch was hin? Ja, das also, Kleines passt hierher. Okay, ja, was haben wir jetzt alles? Essen haben wir. Schmied haben wir. Fischerei haben wir und Schmied haben wir. Wir könnten, ich weiß nicht, ob wir hier noch, entweder lassen wir das, du hast, baust es dort so ein bisschen Höhle hin, ne? Ob wir hier noch was herbauen, ja. Hier müsste noch irgendwas hin. Und dann wären wir eigentlich fast ringsrum und hier hinten, dann machen wir dann noch, müssen wir den Weg so ein bisschen reinkommen lassen. Ja, und dann noch das Fahrgeschäft halt, ne? Ja, das könnten wir, wie gesagt, dort hinten hier hinbauen, wo ich gerade war, hier. Hier irgendwie. Das ist so eine ganz so aufwendig mit Abterraform. Muss ja nur was ganz Kleines sein. Ja. Aber oh, ich weiß nicht, was gibt es denn noch, was man machen könnte? So Karussell? Nee, ich meine gerade nicht Fahrgeschäft, so. Sondern für den Stand, den du noch bauen willst. Was? Ach so, hier, ich habe einen Plan. Lass dich überraschen. Denn? Lass dich überraschen. Hier hast du deine Höhle. Du hast mich doch gefragt. Wieso fragst du mich dann? Ach, egal. Klostein haben wir nicht mehr, warte mal. Wo ist denn das Eisen? Habe ich das schon wieder raus? Habe ich das es wird doch größer wie gedacht. Ist zu groß. Wir müssen wegrationalisieren. Hast du das Eisen wieder oder? Nee, ich habe kein Eisen. Kein einziges Eisen habe ich. Ich sehe es wieder nicht. Das ist auch immer so klein. Ah, da, ich habe es gesehen. Da ist es. So. Stöcke. Eisen, sonst brauchen wir nichts, ne, für Schienen. Stöcke bestimmt in die Mitte, ne? Einmal Reihe durch, oder? Theoretisch. Nee. Wie kann man denn das am besten bauen? Oder quer? Wer weiß. Kann auch sein. Nee, wie macht man Schienen? Das macht man ja so selten. Und meistens brauchen wir einen Eisenblock dafür, ne, oder? Für Schienen braucht man Eisen. Ich weiß noch nicht genau, wie man Schienen herstellt. Muss ich das jetzt googeln extra? Ach man. Ich google mal schnell. Naja, schnell ist gut. Achtung, Creeper! Weg! Ich kann nicht weggehen. Weg! So schnell bin ich nicht an der Tastatur, ich bin mit dem Handy. Meine Güte. Oh gut, alles in Ordnung. Oh. Wo kam denn der Herr? Hast du bei dir drin ausgeleuchtet? Die waren bei dir hier drin spawnen, denke ich. Mach mal die Tür zu. Nee, ich habe noch nicht ausgeleuchtet. Glaube ich, oder? Ich meine nicht. Es kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit die Creeper ankommen. So, nur ein Stock in die Mitte. So, jetzt habe ich ja alles wieder droppen lassen. Ich könnte kotzen. Und du hast bestimmt das eingesammelt, ne? Hä? Wo ist es denn hin? Was hast du denn? Ich habe doch hier Sachen droppen lassen. Oh, ach, egal. Ja, habe ich es wieder eingesammelt. Okay, so. 16 Schienen gibt es. Doch relativ viel. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, nur 8. Da könnten wir ja doch noch vielleicht so was machen, oder? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem haben wir nicht doll viel Holz. Eisen. Werkzeug. Oh nein, was ist das denn? Wird das ein Klo oder was? Geh weg.
Wieso soll ich weggehen? Lass dich überraschen. Da wird bestimmt ein Klo oder so. Wie kommst du denn da drauf? Ich sag nur, es ist das Wichtigste auf dem ganzen... Machen wir noch. Auf dem ganzen Mord. Ja, ein Klo. Ja. Standest du schon mal auf dem Weihnachtsmarkt, musstest dringend mal? Ey, ich, weil bei uns auf dem Ort hier im Weihnachtsmarkt gibt es nämlich keinen Klo. Ich glaube, da gibt es wirklich keinen Klo. Ja, also unten die Höhle ist ein schöner Spawn-Ort, da ist ein Zombie und Creeper drin. Der Creeper macht auch gleich mal Platz. Ist jetzt noch hinten? Ah, okay. Brauchen wir ein Klofenster? Nee, ne? Wo habe ich denn jetzt schon wieder Fackeln? Wahrscheinlich gar keine mehr im Inventar, oder? Hatte ich nicht eben welche gemacht? Also eben in der vorletzten Folge. Letzten? Keine Ahnung, irgendwie so. Die dürfte aber auch wieder leer sein, fällt mir gerade ein. Hast du noch viele, oder? Ich habe drei. Boah, einfach welche. Und schon wird mein Inventar wieder immer größer. Hoch 52 Stücke. Ach egal, können wir eh noch gebrauchen. Und dann, ey, wo kommen denn die ganzen Stöcke her? Wir sind auch schon bei 27 Minuten. Oh, schon wieder. Ja. Ich renne jetzt mal fix heim. Da unten dürfte noch ein Vieh sein, ne? Oder? Ich schaue ja gerade irgendein Vieh. Naja. Was könnte ich denn hier unten in die Höhle reinbauen? Hast du da eine coole Idee? Was gut dazu passt? Oh, keine Ahnung. Du musst doch einen tieferen Gedanke gehabt haben, als du angefangen hast, oder ne? Vielleicht so ein illegaler Verkäufer in der Höhle. Was kann denn da verkaufen? Illegales. Klopapier. Das ist die Idee. Damit kannst du Geld verdienen. Was? Stell dir vor, du bist auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Musst übelst dringend was loswerden, weil du es zu Hause nicht geschafft hast. Und dann gehst du auf die Hütte. Und merkst, ei, da ist ja gar kein Klopapier. Dort, wo das Klopapier ist, hängt normalerweise ein Schild, bitte dort und dort melden für Klopapier. Hab schon, okay. Und dann für die Rolle Klopapier 10 Euro verlangen. Ah ja. Was? Nicht? Das ist doch die das ist doch Geschäftsmodell. Das sag ich dir. Ich mach die Höhle so im normalen. Ich mach ein bisschen Deko hier rein, so, als wäre hier mal eine Schiene gewesen. So geht das ja mit dem kaputten Bogen. Warte mal, ich muss noch mal aufs Handy gucken. Nach unten. Welche Shoparten fehlen denn noch bei uns hier? Die, keine Ahnung. Für den Weihnachtsmarkt und auch für Minecraft relativ. Ja, weiß ich nicht. Ein Schienenshop. Ja, genau. Oh, wie die Ressourcen wieder gerade so reichen für das, was ich hier baue. Unglaublich. Ach, weil ich so gerade sehe. Auf Arbeit auf der Hausmesse, da hatten sie jetzt auch Bogenschießen gemacht. Da habe ich auch mal geschossen. Halt diesen übelsten Sportbogen hatten die dort gehabt. Da hab ich richtig abgeräumt. Das sag ich dir. Ah, das Wichtigste vergessen. Vor allen Dingen ist das jetzt gar nicht mal so einfach. Wobei... Mach ein bisschen Metro Exodus-artig und tun halt dann hier einfach hochziehen. Eigentlich hat der Metro gar nichts mehr mit der Metro zu tun, ne? Ist schon mal aufgefallen. Was? Aktuell oder wie meinst du Metro Exodus? Metro Exodus hat nichts mehr mit der Metro zu tun. Ja, ne. Also kann mir. Es verläuft noch auf der Schiene. Denkst du? Als Thema, aber. Denkst du vor nochmal nach Moskau? Ich vermute gegen Ende, oder?
Hier ist eine Hexe. Die ist hinter mir her! Oh, wie schlimm. Gut, jetzt nicht mehr. Das machen Hexen nun mal gern. Die locke ich aufs Scheißhaus, pass auf. So, ich baue jetzt extra so, dass das wirklich auch noch ein bisschen natürlich aussieht. So ein bisschen, als hätte man hier aufgehört zu bauen. Wir sind auch bei 31 Minuten. Ja. Das Wichtigste auf der Toilette, genau, der Klodeckel. Wow. Du musst jetzt hier 10 Stunden Klo bauen, oder wie? Ja. Ich bin fertig. Ich tue jetzt nicht ausbauen, soll ja eine Höhle sein. Soll noch ein bisschen altmodisch wirken. Habe ich noch eine... Nein. Aber ich muss mir eh noch eine Dings herstellen. Was der Shop später verkauft, ja, ist eine gute Frage. Ich schreibe da bestimmt in die Kommentare. Wir sehen das natürlich auch schon vor der nächsten Aufnahme. Ach man. Nee, leider nicht mehr. Wenn jemand schreibt, irgendwelche Tipps, Anregungen, das kriegen wir ja so schnell nicht mit. So. Huch, scheiße. Und ist dein Scheißhaus fertig? Ja, gleich, warte. So, bin fertig. Ist bloß kein Licht drinne. Oder? Doch, können wir noch installieren. Kein Licht. Doch, es ist Licht drinne. Was soll denn dieser Dreckshop hier unten verkaufen? Meine Güte. So, jetzt habe ich es. Auf die Idee. Oder nee, es fehlen noch 2 Fackeln. Hier unten. So. So, wow. Toi, toi. Kennst du es, ne? Das ist, die Firma. Ja, ich weiß. Oh Mann. Meine Güte. Hier ist noch ein falscher Block. Oder warte, wir könnten da unten ein... Komm, machen unten ein Lager rein. Wie wäre das denn in die Höhe? Dann machst du da rein. Ja, Lager. Dieses ätzende Lager. Ach so, hier die 3 Kisten. Dann die nennen Kisten. Wir das so, als könnten da Besucher ihren Krempel dort ablegen für gegen so. Gelder. Ja, ich würde aber auch schon was sagen, wir machen erstmal. Ja, erstmal. Welche ist das jetzt, die 7. gewesen oder die 8.? Das war die 7. Noch eine müssen wir machen. Noch eine? Ja. Dann liegen wir da sogar noch halbwegs im Zeitplan, wie ich mir es heute vorgestellt habe. Das ist eigentlich dann optimal. Was fehlt noch? Also ich würde sagen, oh Gott. Brauchen wir noch einen Stand oder sollen wir dann schon ein Fahrgeschäft? Wir werden dann wahrscheinlich schon mit dem Vorgeschäft anfangen. Ich meine, hier müssten wir noch mal... Und hier innen, der, ja, wie soll ich sagen, was hier innen ist, das machen wir ja später, ne, wenn die Stände stehen. Also Laternen bauen und Bänke ja, bauen. Das machen wir, wenn wir fertig sind. Wir und Bäume pflanzen. Folge. Ich habe schon 2 Bäume, glaube ich, gepflanzt, aber... Ja, da hinten sollte er noch stehen. Müssen wir mal gucken, wann die wachsen. Hier könnten wir auch noch einen in der Ecke stellen, irgendwie. Da ist schon einer gewachsen, ja. Und hier hinten einen. Und dort... Wir tun aber die Bäume, die wir herpflanzen, wir tun trotzdem dahinter noch richtig ausleuchten, dass da kein Viehzeug spawnen kann. Und dann hier auf, unser Gelände. Können die Bäume auch einfach mit Redstone, mit Glowstein füllen. Mit Redstone. Ja genau, so viel haben wir aber bloß nicht. Ja. Und ich finde immer eine... Oder Fackeln halt. Ja, die Fackeln. Ja. Ich finde Fackeln, die sehen schön aus. Die machen eine Wärme. Ja, nur nicht so, wie zum Beispiel hier die helfenden Fackeln gerade sind, so kreuz und quer einfach auf den Boden platzieren. Sieht ekelhaft aus. Ach. Warte mal, ich brauche mal eine Fackel, die irgendwo schön aussieht. Die tue ich mir dann mal als GIF, als Desktop-Hintergrund machen. Weißt du, dass ich diese tolle Wallpaper-Engine habe? Ah, wow. GIFs kann man auch mit Dings erstellen. Aber, ja, aber die kannst du dann ja als Desktop. Damit geht es schneller wiederum, ja. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber es soll ja gehen. So. Ja, ich bis dahin. Haben wir eigentlich genug Wolle? Oder sollen wir... Komm, wir machen am Ende mit dem Weihnachtsbaum. Ja, wir machen es am Ende. Wir haben jetzt 11 Wolle. 11 weiße Wolle. Gut.
Hast du hier drin mal ausgeleuchtet? Nee, noch nicht, ne? Warte, dann mach ich noch schnell so. So, so. Fertig. Huch. Mir gefällt das mit dem Eingang hier, muss ich alles sagen. War schon nie auf die Idee gekommen. Ich hätte es wieder ganz anders gemacht. Erst wollte ich den Amboss draußen hinstellen, aber dann habe ich doch reingemacht. Ja, passt doch. Wie hast du es denn gebaut? Ne, fast so ungefähr wie halt die in den Villager-Dörfern. Daran war es auch ein bisschen angelehnt, deswegen hier vorne. Das ist ja auch immer vorne so ein komischer Ding, ja. Aber dann steht hier draußen der Amboss und da genau. So Wasser zum Abkühlen. Wir könnten fast noch so ein Lava-Dings hier reinmachen. Ja, aber, ja, könnten wir, aber ich weiß, wo Lava ist. Oder hier draußen könnten wir so ein Lava-Kessel machen. Ja. Aber wo wir da reinfallen und dann sterben. Genau. Hier bauen wir so hin, dass wir da nicht sterben können. Okay. Wer muss beenden? Ich, du, komm, wir nennen es Toilettenhäuschen in Hintergrund. Ach Gott. Wer muss denn beenden, weißt du das? Ich muss. Ah, okay. Oder? Warte. So. Ja, das war die Folge Nummer 7. Schon wieder. Schon wieder. Nächste Folge machen wir... Habe ich Dauersenden an oder warum sendet der bei mir dauernd? Was hast du an? Es sendet mein Mikrofon dauernd. Ich weiß nicht warum. No, Dauersenden stört oder nicht, was? Stört gerade nicht. Jetzt hört er auf. Okay, doch nicht. Nächste Folge machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Ha, ganz elegant rausgeredet. Mm. Ja, mit dem Lava fand ich noch eine gute Idee. Können wir sowas vielleicht machen? Lava wäre vielleicht für die Höhle unten cool. Wäre auch gut. Ein. Na, so einen kleinen Lavafluss, der so runtergeht. Wo wir dann reinfallen und wo wir dann sterben. Und alle Items verlieren. Genau. Ja. Ja, und dann Fahrgeschäft, ne? Bald. Ja, ich kann halt nächste Folge anfangen mit bisschen Wegterraform da hinten. Weil ich jetzt so weit bin. Ich habe jetzt so freie Kapazität. Ja, ich habe ja noch hier, ich könnte auch mal vielleicht dann hier schon mal die Bäume pflanzen, weil die brauchen ja immer so ewig zum Wachsen, ne? So ein paar. Und wir begeben uns aber langsam, würde ich schon fast sagen, auf die Zielgerade zu. Also so ganz langsam. Und ab nächster Folge würde ich sagen, wir begeben uns auf die Zielgerade. Wir brauchen ja immer noch, ja, wo gehen wir eigentlich hin bei der finalen Folge dann? Wahrscheinlich am Baum hier irgendwas, ne? Ja. Müssen wir mal schauen. Entweder vorne bei dem Steg oder ins Dixie oder... Nee. Wir können uns da reinstellen, dann die Tür zumachen. Ja, genau. Was machen wir nicht jetzt? Warte. Es ist so. Dann vielen Dank fürs Angucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.